Hallo auf dem Kanal Nadis Bücherwelt. Heute gibt es wieder eine Rezension von mir. Und zwar möchte ich euch heute über mein bisheriges Highlight 2015 ein bisschen was erzählen. Und die, wo mich kennen, die können oder die mein Neuzugänge-Video schon gesehen haben, die wissen, glaube ich, jetzt auch schon, über welches Buch ich spreche. Und wenn man neben mir schaut, sieht man auch, um welche Schriftstellerin es sich handelt. Und zwar hatte ich das Vergnügen, von Annie Cherubin den dritten Band ihrer You and Me-Reihe lesen zu dürfen. Und zwar You and Me, ein neues halbes Leben. Das Cover ist gigantisch schön. Gerade mit diesem Grün. Grün, die Farbe der Hoffnung. Es gefällt mir so gut. Und wenn man so die Trilogie jetzt so zusammen sieht, dann ein Buch ist schöner als das andere. Der erste Band, You and Me, zwei Leben mit dir. Und der zweite Band, You and Me, der Zauber am Ende des Tages. Ja, und jetzt durfte ich den dritten Band als Testleserin lesen. Die liebe Annie Cherubin hat ihn mir per E-Mail zukommen lassen. Und ich habe am frühen Abend begonnen, damit zu lesen. Ja, dann war es um mich geschehen. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Innerhalb von 5 Stunden habe ich die circa 306 Seiten verschlungen. Ich war so in der Geschichte gefangen. Ich habe alles andere um mich herum vergessen. Wahnsinnig. Ein wahnsinnig toller dritter Teil. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Er trat auf mich zu, strich eine Träne aus meinem Gesicht. Ich will dir niemals wehtun, aber es ist schwer, weil ich weiß, dass ich keine andere Wahl habe. Die Zeit läuft. Liam ist nicht aufzuhalten. Sein Plan steht. Lisa muss das verhindern und bricht bei ihm ein, in seiner Wohnung und in sein Herz. Dabei entdeckt sie die grausame Vergangenheit und eine schreckliche Zukunft. Sie verlieben sich, doch Liam und Lisa dürfen das niemals zulassen. Zu schmutzig ist ihre gemeinsame Geschichte. Ja, in diesem Roman lernen wir also Lisa kennen. Lisa ist ja die allerbeste Freundin von Hannah aus dem ersten Band. Deswegen ist es auch, man kann jedes Band einzeln lesen, keine Frage. Aber es ist, um so ein bisschen manchmal den Zusammenhang zu verstehen, ist es ganz toll, wenn man natürlich mit dem ersten Band dann auch anfängt. Ja, also wie gesagt, Lisa ist die beste Freundin von Hannah. Und Lisa hat in ihrer Kindheit ein ganz schreckliches Erlebnis gehabt. Und sie war aber nicht das einzige Opfer zu dieser Zeit, sondern es gab noch 2 Jungs, die auch von dem damaligen Verbrecher eben, die auch Opfer waren. Und Lisa, die ja nun erwachsen ist, erhält von diesem Verbrecher einen Brief aus dem Gefängnis. Und sie weiß, dass dieser Verbrecher demnächst entlassen wird. Und so beauftragt sie einen Privatdetektiv, um die 2 anderen Opfer zu finden. Und sie will eigentlich nur wissen, ob die beiden auch einen solchen Brief von dem Verbrecher erhalten haben. Und so lernt sie Liam kennen. Und Liam ist, die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Und sie versuchen aber ihre Gefühle zu unterdrücken, weil sie sich einfach sagen, wir haben eine ganz schreckliche gemeinsame Vergangenheit und wir haben nicht das Recht, dass sie sich lieben dürfen. Und Liam hat sich in den Kopf gesetzt, etwas ganz, ganz Schreckliches zu tun. Und Lisa muss nun versuchen, Liam irgendwie davon abzubringen. Ja, mehr verrate ich euch jetzt über den Inhalt nicht. Ich bin so begeistert von diesem dritten Band. Ich habe alle 3 Bände toll gefunden. Also die beiden. Ist wirklich, Annie Cherubin ist mittlerweile einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen geworden. Und ich weiß, egal was Annie Cherubin auf den Markt bringt, ich werde es lesen. Und ich bin überzeugt, dass
mir jedes Buch gefallen wird. Auch ihre Miyazuna-Reihe, ihre Fantasy-Reihe ist so hervorragend. Und ja, als ich dann mit dieser Liebesroman-Reihe anfing, gerade beim ersten Teil, so eine wunderschöne romantische Geschichte. Annika Rubin hat mich einfach überzeugt und deswegen zählt sie auf jeden Fall zu meinen Lieblingsschriftstellern mittlerweile. Der dritte Band aber der You and Me-Reihe war ja wirklich nochmal, da hat sie wirklich nochmal eins draufgesetzt. Beide Romane sind toll, aber dieser ist grandios. Wie ich schon am Anfang des Videos sagte, ich habe angefangen zu lesen und ihn innerhalb von 5 Stunden verschlungen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Annie Cherubin hat mich so in ihren Bann, in diesen Roman reingezogen. Ich habe alles ja, so vor mir gesehen. Sie hat ja diese wahnsinnige Art zu schreiben, dass man wirklich das Gefühl hat, man kennt die Protagonisten persönlich, man lebt ihre Geschichte mit. Und das hat sie so toll wieder umgesetzt. Und es war ein Roman, in dem ich wieder alles fühlen durfte. Ich durfte Freude fühlen, Ungläubigkeit, Herzschmerz, Angst und Schrecken, Panik und wieder unheimlich viel Liebe. Und Annie hat es geschafft, mich wieder dermaßen in die Geschichte versinken zu lassen. Und ich habe zwischendurch wirklich mehr als einmal die Luft anhalten müssen, weil es so spannend wurde. Annie hat hier nicht nur einen Liebesroman geschrieben, nein, hier steckt alles drin. Drama, Thriller. Es ist so ein breites Spektrum, was sie geschafft hat, in diesen Roman zu stecken. Und ja, es ist wirklich ein krönender Abschluss ihrer Trilogie. Ihr merkt, ich bin wahnsinnig angetan und diesen Roman werde ich bestimmt noch öfters lesen, weil er einfach so klasse ist. Annie hat in diesem Roman wieder mal mehr bewiesen, was für ein Potenzial in ihr steckt, was für eine grandiose Schriftstellerin in ihr steckt und dass sie eben nicht nur ein Genre bedienen kann, sondern dass sie wirklich so vielschichtig ist. Angefangen mit ihrer Miyazuna-Fantasy-Reihe, dann eben diese Romane, die jeder einzelne für sich eine besondere Geschichte hat und hier wieder so Thriller und Drama mit reinzubringen, das ist wirklich ganz, ganz toll gewesen und ich bewundere sie da sehr, dass sie das geschafft hat. Das Buch hat natürlich von mir 5 von 5 Sterne bekommen. Ich hätte gerne noch weitere Sterne gegeben. Ich bin ja restlos begeistert von diesem Roman. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Fangt mit dem ersten Roman an und ihr werdet nicht mehr aufhören können, Annie Cherubins Reihe zu lesen. Ja, ich habe das Vergnügen, das möchte ich euch jetzt schon mal ein bisschen vorweg erzählen, dass ich Annie, dass ich mit Annie zusammen ein Interview führen werde. Sie wird mich in den nächsten 14 Tagen. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann, weil wir warten im Moment noch auf das Taschenbuch, weil ich euch das dann auch gern einfach so zeigen möchte, wie jetzt hier nur auf meinem iPad. Und sobald dieses Taschenbuch da ist, wird Annie mich besuchen und es wird ein sehr persönliches, hoffentlich sehr lustiges Interview geben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Einfach damit wir ein bisschen auch persönlichere Sachen von Annie Cherubin erfahren. Da freue ich mich unheimlich drauf. Ich meine, ich kenne sie ja schon auch. Wir haben uns ja schon öfters getroffen, aber so ein Interview ist dann doch nochmal was ganz Besonderes. Und es freut mich, dass sie mir die Möglichkeit gibt, dieses Interview mit ihr zu führen. Denn ich glaube, dass Annie Cherubin dass Annie Cherubin irgendwann in aller Munde ist. So sage ich das jetzt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.